Ein bisschen Ruhe, ein wenig Freude in rauen Zeiten. Dafür steht der Zoo in Charkiw, keine 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Mitten im Krieg leistet sich die ukrainische Stadt Tiergehege mit Giraffen und Elefanten, um Kinderherzen höher schlagen zu lassen. Unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm war dort und hat mit den Betreibern gesprochen. Sie hat dabei auch die Bekanntschaft von drei eigenwilligen Badenixen aus Deutschland gemacht. Inmitten von täglichen Luftangriffen der russischen Angreifer, inmitten von Leid, Tod und Zerstörung versucht der Zoo in Charkiw, so ein bisschen Normalität weiter aufrechtzuerhalten. Und ein ganz wichtiger Teil dabei sind die Pinguine. Drei Pinguinweibchen, die vom Zoo Bochum kurz vor Ausbruch des Krieges hierher gebracht wurden. Margarete, Agathe und Charlotte heißt das Trio von Humboldt-Pinguinen aus Deutschland, das eigentlich das Zuchtprogramm des Charkiwer Zoos begründen sollte. Der Kriegsausbruch aber verhinderte, dass die männlichen Partner noch nachkamen. Und so müssen die drei Damen allein miteinander klarkommen, was nur zur Fütterungszeit gelegentlich zu Problemen führt. Eine von ihnen ist extrem gierig. Sie schwimmt am schnellsten zum Futter. Und damit alle wirklich gleich viel bekommen, muss ich sie dann immer verjagen. Momente wie diese sind es, die die Pinguine vor allem für Kinder zu einer der größten Attraktionen im Zoo von Charkiw machen. Der Zoo ist schon sehr cool. All die verschiedenen Tiere, die Atmosphäre ist gut und die Pinguine sind meine Lieblinge hier. Sie schwimmen zu sehen, ist wie eine Show für sich. Dass diese Show inmitten von Kriegsangriffen weitergehen kann, dass der Zoo den Betrieb aufrechterhält, geht nur durch Spenden aus dem Ausland, aber auch die lokalen Lebensmittelbetriebe versuchen zu helfen, erzählt mir die stellvertretende Direktorin. Den Zoo zu schließen wegen des Kriegs war nie eine Option. Der Zoo war nie komplett geschlossen. Es ist schlicht unmöglich, diesen Zoo zu schließen. Wir haben zu viele Tiere hier, die man nicht einfach so nehmen und evakuieren kann. Und ja, manchmal sagen Leute, warum müsst ihr einen Zoo offen halten mitten im Krieg? Aber ich glaube, es ist extrem wichtig. Es ist fast der einzige Platz, wo die Menschen mit ihren Kindern herkommen können, um ein wenig ruhige Zeit zu verbringen. Elefanten und Giraffen zu evakuieren wäre in der Tat kaum möglich gewesen. Und so sorgt ihre Anwesenheit weiter dafür, dass die Menschen ein bisschen Abwechslung bekommen. Der Eintritt ist frei und wird von vielen, auch Gruppen, genutzt. Anastasia betreut diese Kinder heute und die 22-Jährige unterstreicht noch einmal die Bedeutung von ein wenig Normalität in Kriegszeiten für die Jüngsten. Die Kinder haben große Angst, allein schon vor dem Sirenengeheul. Und es ist auch wichtig, dass sie mit Gleichaltrigen Zeit verbringen können, sich sehen, spielen. Denn aufgrund der Situation sind viele Kinder isoliert, fühlen sich auch alleine. Der Alltag im Krieg so nah an der russischen Grenze bedeutet aber auch Stress und Lebensgefahr für die Tiere. Natürlich, wenn die Luftangriffe heftig sind, schlägt sich das im Verhalten der Tiere nieder. Aber sie werden permanent von den Pflegern und Veterinären beobachtet und betreut, bekommen alle Hilfe, die wir geben können. Oleg, der Pfleger der Pinguindamen Margarete, Agathe und Charlotte, bestätigt das. Alle bisherigen Luftangriffe hat das Trio unbeschadet überstanden, auch wenn es einmal sehr knapp war. Sie spüren, hören die Vibration. Bei den letzten Einschlägen, die sehr nah waren, wurden die Fenster aus der Verankerung gerissen. Sie haben die Pinguine fast getötet. Aber sie waren schnell, konnten davonschwimmen. Die dicken Mauern des Pinguinhauses bieten etwas Schutz vor Einschlägen und Geräuschkulisse. Dass die drei so munter schwimmen und mit gutem Appetit gesegnet sind, sind Zeichen, dass sie die bisherigen Strapazen gut überstanden haben. Und irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, werden ihre männlichen Partner kommen und das Zuchtprogramm des Charkiwer Zoos wahrscheinlich die robustesten Pinguine weltweit ausbrüten.